Was willst du jetzt mit dem Ding beim Frühstück? Nachschauen, ob es auf YouTube Filme über den Gebrauch von Ouija-Brettern gibt. Tu mir den Gefallen und pack das Ding weg, ehe Papa zurückkommt. Aber was hat er denn gegen mein Tablet? Nichts, nur wenn er noch mehr über diesen Hokuspokus hört, macht er gar keinen Urlaub mehr. Herr Becker, Herr Kutschbauer, haben Sie kurz Zeit für mich? Andreas Kupke bemerkte, dass Becker sich mit den Händen die Seiten seines Bauches rieb und dabei schmerzvoll das Gesicht verzog. Er nahm, ohne darauf einzugehen, auf den Besucherstuhl neben Beckers Schreibtisch Platz. Auf der Straße klingelte jemand heftig mit seiner Fahrradklingel und Kutschbauer stand von seinem Platz auf, trat ans Fenster und schaute hinaus. »Gestern war ich in der Disco«, sagte Kupke. »Es gibt einen Typ, der behauptet, er könne Flüche, die auf Leuten lasten, fortnehmen.« »Das ist doch schön!« Becker hatte die Schublade seines Schreibtisches aufgezogen und betrachtete den Inhalt, der dem Warenbestand einer Mini-Apotheke ebenbürtig war. »Vermutlich ja, aber die Art, wie er die Dienste den Leuten anbot, bereitet mir Sorge.« Beckers Interesse für Salben, Pillen und Tinkturen erlosch. Das Schubfach bekam einen Stoß und ging zu. »Warum?« »Die ganze Art und Weise beunruhigt mich. Er beteuerte, seine Mutter wäre eine Hexe, die ihm jede Art von Teufelsflüchen beigebracht hätte. Wie man sie jemandem auferlegt und wie man sie jemandem abnimmt, angeblich kann er das seit dem 12. Lebensjahr. Der Mann erzählte vor allem jungen Frauen, er würde die schwarze Magie beherrschen und behauptete, sein Vater sei auf einer karibischen Insel geboren. Daher habe er von beiden Elternteilen das Talent zum Verwünschen geerbt.« Kupke schnaubte verächtlich. Er könne außerdem unglücklich Verliebten ermöglichen, eine unerreichbare Person, egal ob Mann oder Frau, für sich zu gewinnen, Arbeitslosen zu mehr Talent und damit zu einem Job verhelfen und reiche Eltern dazu verleiten, ihren Kindern wieder Geld zu geben. Auch wenn sie ihre Zeit mit Nichtstun totschlagen oder schon längst enterbt werden sollten. Sprich, er will jeden noch so geheimen Wunsch erfüllen können. Und den Quatsch glaubt die Jugend? »Sie gehen ja auch in die Kirche und glauben an...« Becker stoppte Kupke mit einer Handbewegung. »Das ist ja wohl etwas anderes.« »Selbstverständlich. Entschuldigung.« Kutschbauer wandte sich vom Fenster ab und trat hinter Becker. »Hat er auch von Bewusstseinserweiterung geredet oder Ihnen oder den anderen irgendwelche abgefahrenen Trips versprochen?« »Nein, ganz so direkt hat er es nicht gesagt. Dennoch denken Sie an Drogen.« »Richtig. Wenn man Kunden generieren will, die bislang nichts damit am Hut hatten, tönt man nicht gleich heraus, dass man ihnen Stoff andrehen will.« »Kupke«, sagte Becker, »ich glaube, Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch.« »Mag sein. Auf jeden Fall ködert er mit fadenscheinigen Versprechungen die Leute. Gestern Abend habe ich eine junge Frau angesprochen, die sich eine Weile mit ihm unterhalten hatte. Sabine heißt sie, oder... nein, es war Silke.« Nach dem zweiten Glas, das ich ihr spendierte, erzählte sie mir noch mehr. Beckers Mimik verdeutlichte, dass er von dieser Art der Befragung wenig hielt. »Und? Was weiß sie über ihn?« »Dass er allen das Blaue vom Himmel verspricht. Gegen Geld, vermute ich.« »Was sonst? Irgendwann in den kommenden Tagen soll ein Super-Event stattfinden.« »Super-Event?« Becker hielt wenig von Anglizismen. Die waren bloß Bullshit, wie er gern behauptete. »Silkes Worte. Ein großes Ereignis eben. Ein Treffen, an dem er seine vererbten Fähigkeiten im Umgang mit den Geistern präsentieren will.